So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Ich habe kalte Hände. Das muss unbedingt gesagt werden. Und wir machen mal weiter, wo wir zuletzt waren. Ach ja, richtig. Bei dem kleinen Haus, das auseinanderfällt. Ein dickes Fenster hält die kalte, trockene Maßluft ab. Das sollte man vielleicht mal wieder putzen, das ist schon ganz rot. Wir haben hier überaus interessante Pflanzen, mein Lieber. Ah, die Kopffeder. Sie sind unsere großen Freunde. Mein Freund der Baum. Wir sind die geborenen Gärtner, müsst ihr wissen. Wir haben es zumindest, bevor wir zu den Dienern der Tentakler wurden. Eric Manson. Nein, Moment. Anderes Spiel. Hier kam kürzer ein kleiner Teil der Decke herunter. Das Rohr ist auffallend wahr. Kann ich es nicht mitnehmen, das Stück der Decke? Beweise des Ahai-Hauses lesen. Die Bauweise. Beweise. Ach. Da ist mein Fraps-Anzeige wieder im Weg. Mars, Erde und Wasser werden zu einem Gemisch verrührt, das sich in der trockenen Marsluft geschwind zu einer festen Substanz verbindet. Solange die Behausung in regelmäßigen Abständen mit Wasser besprengelt wird, ist das Baumaterial dauerhaft fest, um auch in den kalten Marsnächten ein Höchstmaß an Wärme zu genießen, werden die Schlafräume unterirdisch angelegt. Warum nicht? Ich hocke in meinem Bunker. Ich will ihn mitnehmen. Habe ich meine eigene Decke. Kann mich nachts mit zudecken. Ich finde eine Badekur. Nichts von Interesse. Kann den Schrank nicht mitnehmen. Hier oben ist auch nichts mehr. Nee. Donnerlittchen, ein Typometer. Wer hat sich das wohl ausgedacht? Das ist ein ungemein fortschrittlicher Haushalt. So, wir haben es von den Tentaklern bekommen, damit wir immer wissen, wie kalt und trocken es ist. Sie hat doch ganz der Gesellen! Tentakler schätzen es nämlich nicht, wenn ihre Sklaven verfrieren oder verdursten. Schön, es ist nicht bevor die Arbeit getan ist. Ah, schön. Ich liebe dieses Spiel. Wiederhole! Sind ja doch ganz der Gesellen! Könnt ihr nochmal rausgehen? Draußen kann es gleich sehr gefährlich werden. Warte lieber hier drinnen. Ahai. Ahai. Wir können erst mal untertauchen, bis die Aufregung gelegt hat. Wie lang ist der Hill, oder? Mein Ofen brennt an. Vergiss es. Es war sehr leicht für euch, einen der Herren zu töten. Sie sind sehr mächtig. Ja, hat man gemerkt, ne? Die hatten kaum eine Chance, ey. Bis zum letzten haben wir gekämpft. Unzählige Männer haben wir verloren. Und Heiltränke haben wir runtergeschluckt, wie Wasser. Halt, Moment. Sagen wir lieber wie Saft. Saft ist besser. Aber wenn ihr hier bleibt, wird alles gut. Hoffentlich. Vielleicht, möglicherweise, eventuell mehr. Oh, du scheinst meinen. Mein Name wäre Hai, liebes Weißfelläffchen. Weißfelläffchen? Hoho, ich bin. Was war das denn jetzt? Merkwürdige Geräusche! Sind außerirdisch oder so, keine Ahnung. Hoho, ich bin da. Ich mag den Knirps. Aber sag, wie heißt du denn? Wir sind ja Hai. Das ist der Name meines Volkes. Ich bin einfach der, der ich bin. Ah ja, jetzt kommt die Stelle. Ach, das ist die Katze, die durch die Tür will. Das ist gar kein Eigennamen. Aber wie haltet ihr euch denn auseinander? Ist ja nicht so, dass wir alle gleich aussehen. Nein. Ah, herrlich. Ich mag das. Die Herren. Schreckliche, mächtige Herren. Sie sind stark, die Hai schwach. So war es schon immer. Auch sind die Tagler die Herren des Mars. Sie sind furchtbar stark und furchtbar mächtig. Wir dienen ihnen treu. Der Kleine ist hilfsbereit, aber unbedingt hilfreich. Ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Und es hat geklopft. Öffne, Sklave! Ja, ja, die Haie machen immer, was sie in den Wer ist der Kröte? Sind die Eindringlinge? Euer treuer Diener hat sich für euch aufgehalten. Aus dem Weg mit dir, Sklave. Oh, drei. Ich hoffe immer noch auf eine gütige Einigung. Ich nix lesen Deutsch, ey. Alter, ey. Schau mal klar, Hexer. Alter, verstehe nix, ey. Deine Mutter. Bring mir das Weibchen und die anderen Elfen zum Schweigen. Gegen was waren die jetzt nochmal schwach? Ach, das passt schon. Stampfen ist sowieso immer gut und... braucht jemand Heilung?
Wir machen einfach mal eine Gruppenheilung. Das passt schon. Es war es jetzt Eis oder Feuer? Ach, wir testen es einfach mal. Oh, ich hab. Oh. Ja, richtig. Können wir das nicht sogar gruppentechnisch machen? Also Frostwelle war jetzt nicht so mächtig. Mittlere Heil. Nein! Bist du egoistisch? Heil doch erstmal Eisen, Mensch. Also was doch Flammenlinie. Gib den Kumpanen. Was ist los? Nein! Hör auf! Hui! Das ist jetzt eigentlich auch nicht effizient, der. Hast du auf? Ist geschockt, brich zusammen. Ich breche auch manchmal auf den Teppich, ey. Verdammt, geht's den Tag allein? Alla Mackets! Verdammt, ich glaube, den habe ich jetzt mal auch. Okay. Nur Angriffe sind total scheiße. Ah, ja, richtig. Monster frisst immer leicht mehr, ey. Kreatur frisst immer leicht mehr Mana-Punkte. Hm. Egal, sind tot. Das ist doch wichtig. Level 13, jawohl. Jetzt zu ihm! Glaubt ihr, uns ungestraft wieder gehen zu können? Oh, bitte tut mir nichts. Der Zorn der Herren wird schon schlimm genug. Was ist so nötig? Das muss ich schon sagen. Ich glaube kaum, das ist so einfach darüber. Bitte, bitte bestraft mich nicht. Ich zeige euch, warum ich mich nicht gegen die Herren auflehne. Willst du etwa rauswinden, Karl? Braucht ihr gar nicht zu versuchen. Verzeih nie. Kommen Sie. Sehen wir uns an, was der Bursche da unten hat. Eine gigantische Strahlenkanone. Zwecklos! Lass mich wohl nicht erreichen! Wesen neugierig. Riecht leckeren Bananensaft. Verdammt! Ich hätte welchen kaufen sollen. Wir haben Besuch, komm her! Ihr seht aber den größten Schatz. Ich will nichts riskieren, was ihn gefährdet. Wer war jetzt nochmal wer? Ich verstehe, du wolltest deine Familie schützen. Unerheblich! Verrat bei Verrat! Mach ich längere Maßstäbe, als wenn wir tolle Zivilisten sorgen geltend! Och, der ist niedlich. Frauen finden immer alles niedlich, was irgendwie klein ist, oder? Und hässlich. Na kleiner Mann, bist du der Tante nicht sagen, du weißt. Mami, Mami, die sehen ja alle gleich aus. Es ist herrlich. So ein reizendes Kind. Na los, Leutnant. Geben Sie einen Ruck, lieber Freund. Wer kann der Familie schon böse sein? Wieder mal der Dame des Hauses ist meine Aufwärmung. Okay, ich höre dann gleich mal wieder auf, glaube ich. Nein, es wird später ja auch nicht besser. Das ist das Schlimme an der Sache. Aufwärmung machen! Gestatten! Von Magwitz! Ausgesprochen liebenswürdig, lieber Fremdling. Aber Sie sprechen mit dem Hausherrn. Frau steht hier. Guten Tag, großes Äffchen. Ah, schön. Ich habe gerade beschlossen, dass die auch noch alle gleich sprechen. Na wie nun? Ab jetzt! Sehen gleich aus! Alles alle gleich! Wo kommen wir denn dahin? Wenn den Unfall jetzt wenden, wir hören Antritt zur Mahnsvergabe! Herrlich. Karl, das ist Wilhelm! Verstanden? Wilhelm? Kann diese fremde Kultur nicht auf unsere Vorstellung überstellen? Sehr richtig. Wilhelm passt überhaupt nicht zurück. Aha! Fräulein Kerlchen. Ich hab's, Willi. Anima! Oh. Ich mag es einfach. Willi. Bist mal bei einem Willis. Na gut, Willi ist wirklich goldig. Na bitte, dann herrscht ja allgemein das Einvernehmen. Ich denke, wir haben einen neuen Volk gewonnen. Prächtig. Ach, herrlich. Ein Schrank für die allgemeine Form der morgendlichen Aufstehprozedur. Toll. Ja, ein warmes Rohr. Kreis definitiv nur und Ausstieg auf die Körpergröße als heiß abgestimmt. Selbst Professor Heisen hätte hier Mühe hineinzupassen.
Ich weiß nicht, ist da noch Platz? Hat er keine Bett in der Welt? Sie haben überaus interessante Pflanzen, mein Lieber. Ah, die Kopfwedler, sie sind so große Freunde. Das hatten wir schon. Oh, recyceln wir doch einfach Textboxen, wie kreativ! Total schlechtes Spiel, ey. Alter, ey. Berlinburg schon Deutsch, Alter, ey. Mehr als Alter, ey, fällt mir gar nicht ein. Hol dir den Tackel auf die Köpfe? Bam, bam. Hahaha. Ja, noch ein Flug von Schneid in dieser Rasse! Zorn der Herren wird groß sein. Niemand wird stehen und ungestraft. Red Meister wird diesem. Ach, so ein putzig kleines Etwas. Sieht aus wie, keine Ahnung, elektrisches Kinderspielzeug, wo kaputt ist und ich aufhöre, die Augen auf und zu machen. Moment! Ist das eine Sie? Oder ist das eine Er? So bitte, was soll denn davon halten? Ist der Flieger immer so charmant? Oh ja. Aber! Gregse, müssen doch zugeben, dass man diese heiß? Eine Sache! Ringe nach. Verdammt! Ja, ich höre. Rundungen! Wenn Teufel verstehen! Reden hier absolut schamlos wie skandalösen Art noch um Kopf und Kragen. Können Sie es noch wagen, Gegenwart einen Griff. Im Gegenwart einer Dame den Begriff Rundung überhaupt auszusprechen. Schämt Sie sich. So, jetzt habe ich nicht. Also, okay. So, bla bla. Lageaufklärung. Verstehe nicht ganz, liebes Äffchen. Sei so gut und verzichte darauf, uns ständig Äffchen zu nennen, guter Willi. Wie kommt man auf den Namen Willi? Ich muss da immer irgendwie an was anderes denken. Kennt dieses lustige Spiel 5 gegen... Seid ihr nicht die Äffchenrasse eures Planeten? Du weißt, wo wir kommen. Aber ja, euer Raugefährt war doch nicht zu übersehen. Was habt ihr nun gegen die Bezeichnung? Wie läuft denn eure Tentakel denn sonst? Nun, bei uns gibt es gar keine Tentakel. Wir sind die herrschende Art unserer Kugel. Keine Tentakel? Kann das sein? Oh, was für eine wunderbare Idee. Der Tag geht es bei uns am Sinn. Tag geht es bei uns nur im Sinn. Als Tellergewicht. Himmel und herrschen über den Planeten. Sie haben Stützpunkte in jeder Stadt. Bewacht und stark. Aha, hoffe doch. Auch hier ein Stützpunkt an den Tag erwarten zu dürfen. Ich spüre Kampfeslust. Ich brauche erst mal Heilung, verdammt. Und er grinst schon wieder, Herr. Natürlich haben sie auch hier eine Station. Sie ist im Westen der Stadt. Ich halte jede Wette, dass man so super bei den Tagen einsetzen muss, um erfolgreich zu sein. Also. Sorry vor, niemand kann in einen komplexeren Tag eindringen. Niemand. Okay. Ich fürchte, ihr seid für unsere Betten etwas zu groß geraten, Fremdlinge. Aber vielleicht habt ihr in der Herberge zum fröhlichen Hai mehr Glück. Der Wirt hat seine Gründe, warum er auch größere Schlaftanks anbietet. Ja, ihr werdet schon sehen. Empfehle mich. Das war's dann hier, glaube ich. Wir nehmen noch ein Stück Decke mit. Nichts kann man hier mitnehmen. Ich sollte weniger näher dem spielen. Es ist nicht lustig, wenn man 5 Stunden damit verbringt, eine einzige Stadt leer zu klauen. Und es danach alles noch verkaufen muss. Kleine Kisten könnten Schößlinge beherbergen, sind aber samt und sonst leer. Wie ich leere Kisten in Spielen hasse. Leer! Wer packt denn einfach so nichts in einen Sack? Du nimmst nichts. Hacke. Bitte mehr Tempo! Bei der Laufform aus! Schläft man ja ein! Ich höre auf diesen impertinenten Herrn, liebes Wesen. Du machst das sehr, sehr gut. Oh, jetzt ist die Katze schon wieder da. Zu meinem Bruder gehen. Ey! Keiner drin! Jetzt miaut sie da draußen rum. Stehen ein paar Gefäße, um Wasser aufzufangen. Offensichtlich wurden sie schon lange nicht mehr benutzt. Dann nehmen sie mit. Schubladen finden sich andere Dutzende von Samen, aber weder Geld noch Waffen. Vielleicht sind sie ja Waffensamen. Oder Geldsamen. Moment. Wenn ich so stehe, kann ich das Rohr und das Ding gleichzeitig ansprechen. Cool. So, ich muss jetzt mal kurz schauen, was die Katz will. K
Katze ist genauso blöd wie mein Bruder. Läuft nur rum und gibt komische Laute von sich. Weiß aber nicht, was er will. Für ein paar kurze Seilenden. Kann zusammenknoten, habe ich lange Seilenden. Sie scheint Düngemittel zu lagern. Moment, da steht doch etwas anderes. Ein Balsamöl. Oh, da kann ich mir nicht zeitsparend beides ansprechen. Schade. So, und wie ich festgestellt habe, war meine Box noch an. Das heißt, man hört jetzt möglicherweise den Sound eine Zeit lang doppelt. Möglicherweise, eventuell, vielleicht. Hey, Wäsche. Können wir die klauen? Wäsche! Weiß! Flatternd! Eine beeindruckende Analyse. Ach, ich liebe diese Animation. Oh, geh doch mal rein. Mal rein, kannst du rausgucken. Mein Grünzeug! In der Falle! Das ist aber Rotzeug, wenn dann schon eher, oder? Ist das orangelich? Nicht näher definierbare Farbe. Liegen zahlreiche Stoffe. Nur ist sie bei genauer Hinsicht aber eher einzelne Streifen und Fetzen. Ey, wir haben ja auch noch eine ganze Kiste mit Stoffresten, ja? Stoffresten sind cool. Sollen wir immer einen Schrank voll da haben. Die Mondfeste der Ahais. Jawohl, keine Ahnung. Traditionell feiern die Ahais den Umlauf des Mondes um den Mars. Das macht sie zu einem ausgeprägt feierfreudigen Volk. Der Mars hat gleich zwei Monde. Phobos und Deimos. Kämpft vielleicht der ein oder andere aus, du. Nicht nur das, auch die Umlaufzeiten der Monde sind ausgesprochen hurtig. Phobos rast in 7,5 Stunden einmal um den Planeten. Deimos in 30 Stunden. Entsprechend häufig wird gefeiert. Oh Gott. Es zählt es, sich an diesem Fest zu verkleiden und Schabernack zu treiben. Die Marsherren dulden oder ignorieren das, da ein bisschen Freiheit gut für die Arbeitsmoral der Sklaven ist. Ha, so ein Unsinn. Oho. Ja, Haie scheinen ihre gerne. Gerne, ja, ja. Scheinen ihre Garn und Fäden aus Pflanzenfasern zu gewinnen. Ich spreche schon wieder an, das ist doch egal. Großer Ballen, großer Stoffe. Au, oh, gestochen! Schon wieder! Was gibt es denn? Oh, die ist weiblich. Das Ballen ins Mikrofon husten. Ein Let's wohl auch, jawohl. Ich kann nicht ganz folgen, Fremdling. Steh nicht ganz! Wofür ein Volk von nackten Schneiden benötigt! Das ist doch immer so indiskret, Herr von Magwitz. Die Abendwilden hier sind eben. Nackte? Was meint ihr denn nur? Das ist ein kultureller Unterschied, der sich schnell klären lässt. Wir folgen das Konzept der Kleidung. Der Kleidung. Kleidung? Ganz richtig. Entweder hüllen wir uns in der Haut toter Tiere oder verwoben den Rest ihres Fells. Ah, schön ausgedrückt. Sehr bavarisch. Also hier an der Stelle eher schneiden nur ordentliche und anständige Gebrauchsgüter wie Säcke, Beutel und Vorhänge her. Also den beiden Mondfesten nehmen wir hin und wieder ein Kostüm. Aufträgern? Aufträge? Ich könnte euch Kostüm anfertigen. Aber zum nächsten Mondfest ist noch ein Weg hin. Was ist das für ein Kostüm? Gut. Zum Mondfest ziehen wir uns immer. Na, ihr werdet schon sehen. Alles, was ich dafür brauche, sind ein Sack und Schnüre. Ah ja, praktischerweise, zufälligerweise, rein alles gekauft vor dem Händler. Warte einen Moment. Flink Handgriffe verbinde die Schneiderin die Seilenden mit dem Sack. Wenn ich ganz schnell lese, bin ich viel schneller fertig. Hahaha, ich bin genial. Innerhalb kürzester Zeit ist die Arbeit auch schon getan. Fertig, da habt ihr euer Kostüm. Probiert es gleich einmal an, damit ich sehe, ob es passt. Eure Maße sind etwas ungewöhnlich. Gespannt, wie ein Flitzebogen! Kostüm. Sieht aus wie ein Kartoffelsack. So, der wegen ausgepflanzt ist und nur zwei Löcher drin hat. Ihr seid wundervoll aus, Fremdlinge. Es passt wie angepassen. Zum Mondfest werdet ihr die Attraktion sein. Herrlich. Das hatten wir schon. Gibt's da jetzt was Neues? Alles parat? Ist das der halbe Ausdruck für mir fehlt noch etwas, um Sack und Schnüre zu haben, Fremdling? Ja. Weg da, ihr Flegel. Husch, husch. Sonst was, Holt die große Schrotflinte aus dem Schrank, dann habt ihr nichts mehr zu lachen. Geh weg, Fremdlinge! Ihr habt die Hand angegriffen, ihr bringt Unglück über uns! Unglück! Wenn ich bleibe, nicht aufregen! Also irgendwie erinnern die mich jetzt ein bisschen an UFO. Kennt vielleicht jemand das ein oder andere Spiel? Ja. Hau ruck, hau ruck! Wie das ruckzuck, ruckzuck! Uff, uff, uff. Immer feste Truff. Aber Knips, bist du immer so schön schuften? Schuften? Oh, denk dir hin, Fremdlinge. Wir heißen Gärtner aus Leidenschaft. Gib uns eine Hacke, etwas Boden, wir sind froh. Und morgen brennt das Haus lichterloh.
Was ist denn da? Ich locke den Boden auf. Seht ihr überall den Bewuchs? Das trockene Zeug ist doch kein Bewuchs. Elende Zeitverschwendung. Ich nehme den Propeller und dann fliege ich fort. Nehmen wir unsere Vorbeute auf dem anderen Feld, wenn ihr Interesse an dieser Arbeit habt. Ah, Metallerklang! Rätselhaft, äußerst rätselhaft. Ich mag die Animation. Ich mag Strom. Der kitzelt so schön. Bei meiner Treue, Tromio ist nicht richtig. Menschen, richtige, leibhaftige Menschen. Kommt rein, kommt. Haha, nein, also dass ich das noch erleben darf, nach all dieser Zeit. Stellt sich die Frage, wie kommt er hierher? Weg der Weg, wie ein legendes Spaghetti. Die dann hoffentlich nicht. Sand. Wir sind die Fugeln. Keine Mitte, Sand, du hältst Sand. Ich glaube, meinen eigenen Planeten, den Dune. Soll dir, ich habe nichts zu tun. Aber ich habe nichts zu tun. Schlimmer daran ist immer, man weiß nie, wann wir fertig sind. Sehen wir genau hin, liebe Freunde. Die Eisen unterscheiden sich sehr wohl in subtilen Salz. Ja, mein Professor, der hat viel schmaler Augen als unser Willi. Geradezu tückisch. Schön Gregse, davon kommt so! Wer den Kerl Pirin! Soll das? Es ist unhöflich, wir würden seine Anwesenheit so zu sprechen. Verschwindet! Ja, ich meine Gäste nicht! Verärgere ich euch! Ach. Soll ich die großen Affien, die nicht Affien genannt werden wollen? Woher wissen die das? Das ist immer so eine Frage. Säbel oder Pistole? Karl! Ja, ihr seid es! Guck doch, wer da ist! Das sind die Affien, die mir den Tentakel aufgenommen haben! Lass sie aber stehen! Typisch für einen Marsleib Wilden! Keine Ehre im Leib! Ich hab schon wieder Husten, das ist. Ich trinke mal einen Schluck, glaube ich. Ich könnte auch mein Mikrofon immer mal ausmachen, aber es ist so wegen verbaut, möchte ich mal sagen. Das Leben an den Tagen ist hart. Da freut man sich über kleine Freuden wie diese. Was ist denn das? Kann ich da wegen mitessen? Höchst bemerkenswert. Darf man fragen, was sie da verzehren, lieber Mars, Eingeborene? Das ist unser Nationalgericht. Fußnägel mit frischem Genieße. Brrr. Das war doch nur ein Scherz. Was ihr seht, Freunde, sind Klumpenklöße in dicker Pampe. Wäre genauso ekelhaft! Nanu, was essen die denn in der Heimat? Eisbein mit Sauerkraut. Aha. Ich erkläre es ihnen. Sie nehmen den Fuß eines toten Tieres und geben halb verwesten Kohl hinzu. Oh. Kulinarische Schreine des Welten sind. Ich mag übrigens Eisbein nicht. Auch wenn ich aus Bayern komme. Dann bin ich ja in Amerika sowieso der einzige Deutsche, ne? Also mit meiner Lederhose, ne? Und Sauerkraut essen und Bier trinken 5 Liter jeden Tag. Minimum. Willkommen, liebe leichte Gäste. Willkommen im fröhlichen Hai. Ist da keiner Mische? Ach, leg mich. Ganz recht, ganz recht. Der Herr Leute ist aber ein scharfer Beobachter. Lass ihn bloß nicht noch mehr auf. Komm denn her! Eine traurige Geschichte. Ich hatte mich gerade von meinen Zwillingsbrüdern verabschiedet. Stammen alle aus einem kleinen, abgeschiedenen Dorf. Na, sie werden es wohl kaum kennen. Jedenfalls zog es mich in die Welt, um auf eigenen Füßen zu stehen. Als die Nacht hereinbrach, legte ich mich in ein Kornfeld schlafen. Bett im Kornfeld. Gegen Mittag brandete plötzlich ein mächtiges Getöse auf. Ich hatte auch ordentlich meinen Brand, als das passierte. Von allen Seiten hüllte mich gleißendes Licht ein. Es war ein Auto, ein Mähdrescher, der hat mich befahren. Und ein metallener Arm hob mich empor. Ich wurde entführt, auf dem Mars. Aber ihr ist es wohl recht ähnlich gegangen. Wie? Die ersten 2 Jahre auf dem Mars waren recht unerquicklich. Ein Taglauter sucht mich. Täglich, gründlich, scheußlich. Schön. Also, für mich jetzt, aber nicht für ihn. Aber sie schon meinte, nun werden sie mir wohl den Chaos machen. Die sind nämlich frei. Nun, frei ist wohl übertrieben. Sie überwachen ja alles hier. Aber hinten kam ich der Zelle. So machte ich das, was ich am besten kann. Ich öffne eine gut laufende Wirtschaft. Auf dem Mars. Schön, dass sie immer gut laufen. Hat genug gehört. So Zimmer für die Nacht, jawohl. Aber ja. Boah. Die hiesigen Mars-Tanks sind Mars berühmt. Das macht 50 Taler.
Na, schon das Geld. Danke ergebens. Gehen Sie einfach die Stufe hinab und suchen Sie einen freien Tank aus. Können wir die nicht beklauen, während sie schlafen? Hey, Schraubenschlüssel, können wir den klauen? Hehehe, lass bloß diesen Schlafsack in Ruhe. Wer darin übernachten will, strebt wohl ein Leben als Kohlenstück an. Kohlenstück. Wollte ich schon immer mal sein. Hallo Fremdlinge, darf ich mich vorstellen? Ich bin das technische Genie unserer kleinen Siedlung. Die bescheidenen Person. Ich führe sogar Warnungsarbeiten bei den Herren aus. Was sagt ihr nun? Elender Kollaborateur! Staunt ihr was? Ich verstehe nicht. Stehe ich gut genug im Umgang mit den Geräten, Herren, um die Schlafsacks zu warnen? Froh ist auffallend warm. Ich will gar nicht wissen, wie ungesund das ist, was das da immer rausbläst. Was heißt schlafen? Mich wird Heilung reichen. Krieg ich die auch für die Hälfte des Gelds? Kostet das Doppelte, wenn er auch geheilt werden muss. Kann noch unten raus. Kann ich da jetzt nochmal rein? Ich weiß nicht, kann ich da nochmal rein? Oder? Nein. Aber, Herrschaften! Bei mir wird nur zu Schlaftanks gezahlt. Am Arsch, ich hab schon gezahlt. Eine kleine, grobgefährliche Figur steht hier halb versteckt am Fels. Einige Stellen scheinen blank gescheuert zu sein. Ich dachte, das wäre ein Kaktus. Ach, Kaktus. Wenn ich groß bin, werde ich der berühmteste Gärtner der ganzen Welt. Heizend. Was für ein langweiliges Kind! Eine Spüle. Die Basins enthalten zur Zeit derart wenig Wasser, dass sogar die einfachsten Haushaltsgeräte Hilfen gesperrt werden. Ach, was ist das hier? Eine Spüle. Hey, guck dich so. Wie waschen die neue Geschirr ab? Einen guten Wettbewerb für den Fluss. Ehrlich. Papa. Okay, das ist dasselbe. Ja. Okay, Grünzeug, Fenster. Macht übrigens dasselbe. Eine Wundsalbe. Das nehme ich einfach mal mit. Du warst schon erfolgreich. Rote Karstkraut. Oh Gott. Das Karstkraut ist ein genügsames Gewirr aus holzigen Ranken. Seine Fähigkeit, auch dann noch Wasser aus dem Boden zu ziehen, wo andere Pflanzen bereits verdorren, macht es zu einem der vorherrschenden Vertreter in den Trockengebieten des Mars. Das heißt, der Zeit als auf dem Gesamtmars. Die Gärtnerkunst der Heiß ermöglicht es, aus dem Krautwasser zu gewinnen. Klingt wie Löwenzahn. Das Zeug kriegt mir auch dermaßen schwer wieder weg. Hat man Töne? Raus aus dem Schlafzimmer. Ich wollte doch bloß mal kurz ein bisschen alles klauen, was drin ist. Diese Trockenheit hält nun schon seit vielen Umläufen an. Aber ich finde genügend Karstgrasfelder, die wir abernten können. Es wird immer schwieriger. Mein Mann ist eigens in die Fressfelsenschlucht abgestiegen, um dort nach Grasteppichen Ausschau zu halten. Der Verrückte, er ist immer noch nicht zurück. Ich will mir ernsthaft Sorgen zu machen. Felsenschlucht. Ein furchtbarer Ort. Er liegt im Nordwesten, nicht weit von hier. Wartet, ich zeichne euch die Stelle auf, Fremdlinge. Na, na, na! Habe ich kein Wort damit, ihr den Mann suchen soll? Oh, das will ihr tun, Fremdlinge. Danke, hab vielen Dank. Fühl dich geradezu über den Haufen geritten? Ach, sind Sie noch ein guter Mensch, Herr Leutnant. Naja, naja, ihr fehlt bekanntlich gern. Ach ja. So, nächstes Haus. So, was leihen wir uns hier aus? Rotoren, Türme und Basins. Sobald die Hacke eines Hai die schützende Knorke des Karstkrauts durchtrennt hat, steigt Feuchtigkeit auf und wird vom Rotor eines Turms in dessen Inneres geleitet. Der, wo sie das ausgedacht hat, hat auch einen Rotor. Große Röhrensysteme transportieren das Wasser in mächtige Auffangbecken. Die Wärme der unteren Erdschichten des Teils Wassers Dampfgestalt annehmen. Das Gas steigt über spezielle Röhren an die Oberfläche und wird in Ahai-Häusern geleitet, um diese zu wärmen. Sobald der Wasserdampf erkaltet, sinkt er in den Becken hinab. Teile des Wassers werden in metallenen Silos an der Oberfläche gesammelt. Das ist der sogenannte Herrenanteil, der dem Tag dann zusteht. Boah, ergibt Sinn. Papa und Mama sind außer Haus, aber jetzt passen wir auf. Hui. Die Fauna des Marskugel erscheint mir um einiges vitaler als die irdische Verwandtschaft zu sein. Ach, wieso? Kennst du die falschen Pflanzen? Wie, hier ist nichts weiter von Interesse. Kreaturenalmanach, der Fressfelsen. Wurde bereits analysiert. Ach, wir können ja mal hineinblättern. Okay.
Elemente Kälte und Wasser rammen. Ich könnte es mir mal aufschreiben. Ah, ich blätter natürlich nochmal hier rein. Warum nicht? Man kann es nie oft genug lesen, dann ist es gleich wieder vergessen. So, der belanglose Kram eines typischen Maßhaushaltes. Luft, feuchter, Düngerkristalle, Zuchtsamen, blaue Farbe für die Schränke. So, jetzt was eben. Ach, herrlich. Weg da, weg da! Immer wieder Ruhe, junger Mann. Niemand hat vor, sie haben deinen Spielsachen zu ergreifen. Sagt wer? An irgendwas erinnern die mich. Ich weiß noch nicht genau an was. Ah, genau.